Also ist Aris jetzt da durch, oder wie? Nee. Ja! Ja! Und Marvin ist 2 Punkte weiter? Ich bin 2 Punkte schon weiter, ja. Ja. Heute gibt's wieder einen richtig geilen Warride. Losers versus Mapperbauer. Aris versus die Los. Steht gerade, ich glaube, 3-2 habe ich gerade vernommen für uns. Mit dabei mit Deko und Aris. Hallöchen. Hallöle. Hallo, Muchachos. Nüsse kraulen. Und jetzt geht wieder Achterbahn. Die Map sieht auf jeden Fall übertrieben krank aus. Erstmal an der Stelle schon mal Danke an Aris fürs Zusammenbauen. Und fick dich, Aris, fürs Zusammenbauen. Wieder werbeunfreundlich, sehr schön. Ah, ja, 30 Sekunden Challenge, sie wurde easy erfüllt, Alter. Dann machen wir direkt mal Tryhard. Also, es ist wirklich Tryhard-Mode, oder? Aris, ja, ne? Jo, natürlich. Marvin. Ja, hau mich weg! Ja, was fährst du unten ins Wasser rein und bremst ab, Alter? Wow. Ganz viele Leute, wir müssen ja auch mal rausflippen. Der letzten Leute Marvin, du musst so kurz eingehen. Nach der Tube musst du rausflippen nach oben. Es ist ein Flip nach links. Haben wir sehr selten bis jetzt sowas gehabt. Yep. Ah, ja, okay. Wir müssen ja nochmal auf das Feedback der Leute eingehen, ne? Der letzte Lewis vs. Mapperbauer Parcours war, glaube ich, gegen Anime-Fan und da haben ganz viele Leute geschrieben so, ah, unsichtbare Kacke, das ist doch blöd, da kann man gar keinen Skill abschätzen. In diesem Warride hat Ar schon gesagt, ist auch ein bisschen unsichtbarer Kram drin, aber noch d'accord und nicht so asozial. Also Deko wird, denke ich mal, auch Spaß daran haben. Genau. Marvin, wenn du den Flip schaffst, oben hab die gelbe Spirale, musst du ein bisschen nach oben abspringen. No. Digga, wie dreht er sich? Ja, Warride-Sprünge, ne, das ist mein Kryptonit. Da kann man mich echt mit verhauen. Das war Sinn und Zweck der Übung. Aber auch wie bei den letzten 7 Männern habe ich so gebaut, dass von allem etwas dabei ist. Auch sehr Sachen, schön, die ich selber nicht beherrsche. Also, als sehr gut. Als Map-Erbauer hast du natürlich den Vorteil, dadurch übst du die Sachen halt auch, ne? Sehr, sehr fair. Ja. Hast du den ersten Punkt schon bekommen? Ich hab den ersten Punkt, ja. Oh, krass nach oben gesprungen, minimal, ey. Muss auch ein bisschen weiter nach oben springen, es war schon wieder Käse. Aber ich hoffe, danach ist der Punkt. Ich also denke 30 mal... 30-Minuten-Challenge. Da wird dann der Punkt kommen. 30-Minuten-Challenge. Wir schaffen das ein bisschen eher, oder? Jawohl. Ist ehrlich 30-Minuten-Challenge? Ja. Oh, okay. Also, Tryhard, ne? Ich mach jetzt wieder den Sprung. Ich hoffe, ich bleib diesmal dran. Ich kann mich gerade nicht so geil ausrichten in der Luft. Ich weiß nicht, was da los ist bei dem Sprung. Du musst doch nur eine Num-Taste drücken zum Drehen. Boah, viel zu hoch gesprungen. Wow! Okay, da oben, ich da dachte, oben. Jetzt bin ich zweimal bei dem scheiß Flip zu spät raus und flip mich nicht. Flip mich nicht! Ich bin gerade einmal beim ersten Sprung war ich zu langsam. Im zweiten Sprung bin ich genau oben drüber geflogen über den Warride. Oh, fuck, ich hab jetzt dreimal schon verkackt. Komm, wir müssen das jetzt hier easy pupisi schaffen. Schnell raus, wieder geschafft. Ja, habe ich auch. So den Speed mitnehmen. So, vielleicht einfach mal so. Und jetzt. Oh. Ja. Hey, ich bin jetzt schwer zu langsam. Oh, okay. Was kommt hier noch? Bitte nichts Böses mehr. Fick meine Eier. Mama. Nein. Nein! Ich hab den Sprung bis zum Punkt nicht geschafft! Oh mein Gott! Da kommt noch ein Sprung! Ja, aber ich bin ein bisschen von der Bremse auf die Bremse gegangen, weil ich dachte, okay, da ist irgendwas. Ja, und dann habe ich verkackt. Okay, dann gebe ich jetzt Knallgas, ich hab's geschafft. Sehr schön, ja. Was sagst du, oben abspringen, oder? Aufs Dach, nee, mit dem Warride, würde ich sagen. Winkel. Das sieht gut aus! Auf dem Dach gelandet! Hallöchen, Aris, da ist er ja! Hallo! Hallo! Muchacho, sag mal vorweg hier, der Möwenflugmodus, er war wieder. Oh, lol! Ich dachte gerade, hä? Ich hab schon wieder verkackt! Was passiert dir jetzt? Was denn? Ich hab jetzt schon zweimal verkackt den Sprung am Ende. Was? Und ich bin jetzt einfach gerade gefahren, so wie ich dir gesagt habe. Ich bin auch. Ich bin ziemlich gerade mittig aus dem Warride raus. Hä? Wenn ich einen Winkel nach oben hatte, dann minimal. Auf jeden Fall bin ich mittig abgesprungen. Wow! Okay. Haben wir uns zweimal miteinander geschafft. Jetzt ein drittes Mal. Komm, gib ihn. Ja.
Nein, Digga! Mach doch noch einen krasseren Aussortierer da rein, Alter. Sind das drei oder das zwei? Das sind zwei, ne? Das sind zwei. Aber ganz gleichmäßig. Ja, er hebelt mich weg, Junge. Da beautiful aus. Dann nennen wir ihn den Hebler. Oder den Hobler. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe man weiterfahren muss. Ist das die Höhe von dem komischen... Ist das die Höhe von dem komischen Puls-Dingus da? Ejo. Hier wenigstens fährt Ares da auch immer rein, finde ich gut. Ich hänge hier schon ein paar Minuten. Oh, jetzt habe ich einmal kurz abgebremst und baller wieder genau dagegen, Alter. Komm mal hin. Wir warten auf dich. Ja, ich habe hier schon wieder dreimal den Wallsprung verkackt, davor zweimal den Sprung bis zum Punkt. Es ist echt, heute bin ich von Pech verfolgt. Hä, du musst bei dem Ding auch wechseln? Sie. Sie? Hä, und woher soll man wissen, wo der Wechsel ist? Okay, der Wechsel wird markiert von dem gelben Ding bestimmt, ne? Genau. Ah, fuck. Aha, danke fürs Abbremsen. Jo, jo, welcome, Ares! Komm, los, komm. Los! Wir können gar nicht ballern. Rammt euch weg! Ich wollte grad meine Fensterscheibe einschlagen, ging nicht. Oh. Das ist eine Punktlandung! Oh nein, Ares ist durch! Okay, was muss ich machen? Ich folge dir einfach mal, ja? Du musst hier durch, du musst da, wo das gelbe Ding, dieser Resetter ist, musst du einen Wallwechsel machen auf die andere Seite. Ja. Sind die beide da? Junge! Ja, ich hab's durchgeschafft und jetzt? Geklappt. Und da musst du irgendwann hochziehen, ich weiß nicht, Ares ist hochgefahren. Noch ein Wechsler? Hä? Komm, Baby. Okay, wir sind durch! Ares ist auch wieder da, okay, passt. Hi, Ares. Hallo! Bin ich jetzt der Einzige von uns, der nach dem ersten Wechsel immer den Aussortierer reinfährt noch? Nein! Das kommt mir gerade irgendwie so vor. Ich finde das äußerst unfair. Ja. Warum? Nummer 1. Nein! Warum was? Ah, es ist einfach so. Wo sind die Annäherungsminen? Da! Ja. Digga, den Aussortierer! Sind wir nicht weglassen können? Nein. Wow! Wollt ihr nur einen einfachen? Der einfache. Wechsel in eine Muschi-Map oder was? Ey, Junge! Ich weiß immer nicht, soll ich abbremsen, soll ich Gas geben? Dann bremse ich ab, dann fahre ich trotzdem rein, gebe ich Gas, nicht weggehebelt. Der Hebler! Aber ich muss der sagen, der Aussortierer ist relativ einfach, aber. Die unsichtbaren Vorsprünge dreimal, das finde ich böse. Einmal? Dreimal. Nein, ist nicht dreimal. Ist zweimal. Hä? Bin ich dann einfach rausgesprungen oder was? Ja, scheint so. Keine Ahnung. Du musst zwei Sommerkinder fahren. Nicht drei. Also, dann hätte ich First Try sogar geschafft. Ich hab's! Ganz so krass, wie es bin ich. Ich glaube, ich hab's. Ich fahre auf die Spirale nach oben jetzt. Okay. Oh. Dann hätte ich jetzt Eisgärtchen. Oh ja, ich wäre am Ende noch fast weggeschert worden, Alter. So eine Art Scherenbewegung. Deko ist auf dem ersten. Wir können uns hier nochmal wieder ein Scheibchen von Ares Ehre schnappen. Ja. Nein. Ja. 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 Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Oh. Oh. Hey. Oh. Okay. Ah, okay. Okay, gut. Gut. Papa hat's auch. Stimmt, sind nur zwei gewesen. Ich hab mich ja vollkommen vertan. Ja, Marvin. Hallo! Auf den Zeppelin. Kann ich auch noch lesen. Eigentlich muss ich jetzt verpacken, damit ich den Ziegmann noch lesen kann. Ehre verkaufen wir auch in unserem Lusor-Kiosk. Wow! Ja, Muchachos, kommt vorbei. Ehre im Sonderangebot. Ehre im Sonderangebot. Oh, finally, Alter. Nein, hat es! Das Ding finde ich schwierig hier. Ja, ich hab's auch, ja. Nein! Oh, der Ziegenmann. Meine Eier stehen übrigens nicht zum Verkauf. Ich wollte es so erwähnt haben. Ich hab die Folge mit Anime-Fan gesehen. Ist nicht. Nicht? Nein. Anime-Fan noch. Hast du kein Mitspracherecht? Ich häng so an denen, das geht nicht. Hä, wie soll man da durchkommen? Mitspracherecht. Ich baller immer unten gegen. Also unten gegen die Bremse. Oh, und bin durch! Ach so. Oh. Nummer 8 muss man also drücken, ich verstehe. Naja, und du musst den Speed optimal mitnehmen. Kein Windschatten, bitte. Hä, ich komm immer unten gegen. Immer. Drück mal unten, wenn du an der Kuhle bist. Auch Num 5 ist es, glaube ich. Num 8 wäre falsch, dann drehst du dich da vorne. Ja, Num 5, ja. Gerade gemerkt. Ach, mit Num 5 unten dann mehr Speed, oder was? Ja, genau. Oh, Alter, aber richtig. Was? Alter, okay, das ist eine richtige Kombinationstechnik hier, Alter. Ah, oh, ich krieg's aber selber gerade nicht geschissen. Das ist finde ich gut, Aris, finde ich gut. Geil, ich mag das Ding hier!
Dankeschön, Papa. Hast du es, Marvin? Es ist eben nicht unschmuff, nee. Aber es ist gut gebaut. Danke. Dann merk mal, das ist gut gebaut hier. Oh nein, ich bin durch die... Oh, Mann! Das Ben-Challenge. Opi. Ich bin aber auch so ein Trottel. Habt ihr hier oben Fullspeed, ja, dass ihr noch leicht Luftflug seid einfach? Nein, ich fahr ganz langsam runter. Ganz langsam und dann Fullspeed. Ich glaube, beim letzten Duell vom Ziegenmann habe ich auch einen Toasty verbaut. Oh. Und der hat mir das Genick gebrochen. Oh. Sehr gut, jetzt wieder. Ja, das wäre ungünstig. Ja. Gerlinders. Ja. Oh, ihr müsst durch. Ihr müsst Ares zerstören, Gerlinders. Ares, wie viele Warheads hast du hier verbaut? Ich hab's ja nicht gezählt. Aber es sind einige. Okay. Einige? Ich bin schon wieder! Eine kleine Pussy. Uah. Uah. Oh! Bin durch und jetzt. Oh! Papa! Hodin! Qua! Hast du? Qua! Ja! Also! Ja! Muchacho ist da, hat jemand Neues bewiesen. Alter Schwede, dann auch den Bremssprung zu treffen auch noch überhaupt. Ja. Es war böse mit der Cam, muss ich sagen. Ja. Aber Papa! Die Cam hängt auch fest, oder was? Ja, also die Cam ist richtig böse an der Stelle. Oh fuck, Alter. Okay, einmal so. Nein. Ey, Junge, ich bin. Warum? Ich drücke immer unten in der Kuhle um 5 und trotzdem stoße ich immer unten gegen die Bremse gegen den Toast. Ach, ist der nächste Punkt, ist böse, der Rückwärtskram. Hoch und runter, hoch und runter. Junge, ich check's nicht. Ich werde immer langsamer gefühlt. Wie geht das? Irgendwas muss ich hier hart falsch machen, Alter. Ja! Oh, Ares, also dieser Punkt ist hier echt sauböse, muss ich sagen. Hey, Junge, ey, das kann doch nicht dein Ernte sein hier. Warum geht das denn? Ja, boah, ey. Das war, ich stoße jetzt sogar nicht mal gegen die Bremsen gegen, sondern noch unten an die Kante. Dass der Eiskalt so lucky da durchkommt. Nein! Ja, Marvin muss jetzt auf jeden Fall den Vorsprung ausnutzen. Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall auch richtig böse, was danach noch kommt. Hier muss man rückwärtsfahren meistern. Wirklich, komplett. Oh nein! Junge, ich bin durchgekommen, eiskalt, und hat aber leicht einen Linksdrall drin und bin links neben den Bremsen lang geflogen. bitter, ey. Ja, du musst wirklich richtig schmuff da durchkommen. Ich hab richtig geschleudert danach. Geschlenkert. Hier kurz sich eingeschleudert danach. Richtig eingeschleudert danach. Ach, lol. Ich muss das Digga, aber wie? Oben fahren, ja. Oh. Hä? Ares. Was ist das? Oh! Scheißproblem? Ares, you shall not pass. Nein. Um es mit den Worten von Gandalf des Grauen zu sagen. Okay. You shall not pass. Rückwärts fahren. Geschafft. Was? Geschafft. Yeah, Marvin. Baby! Knall weiter vorne. Go, Marvin, go! Ehre im Kiosk, im Sonderangebot. Gecheckt, Muchachos. Es steht gerade im Duell Ares vs. Losers 3-2 für uns. Yes! Das bedeutet, wenn Marvin jetzt nochmal hier ordentlich einen Punkt holt, dann haben wir einen gemütlichen Vorsprung. Ja, oh, das war smooth, komm! Ja, oh, jetzt aber noch den hier. Wie soll das denn gehen? Komme, oh mein Gott! Genug. Die ganze Zeit nicht! Geht das überhaupt so? Und wieder unten dagegen! Ach, das geht so gar nicht! Leute, ich hab's die ganze Zeit falsch gemacht! Ah, okay! Vor mir fliegt Ares. Oh mein Gott! Vielleicht Glück? Oh! Ich hab's die ganze Zeit falsch gemacht. Ares ist durch, aber richtig hart angeschlackert. Ja. Nein! Okay. Hallo. Das ist so viel einfacher. Okay, mach. Also, um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen Plan, wie ich das machen soll, da durchzuspringen. Und dann aber wieder gerade die Rotation zu ändern und mich dann nach vorne zu lehnen und dann noch den Bremssprung zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll, Alter. Also, ist Ares jetzt da durch, oder wie? Nee. Ja! Ja! Und Marvin ist 2 Punkte weiter? Ich bin 2 Punkte schon weiter, ja. 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 Du hast noch 13 Minuten für die Challenge. Okay, super. Was zum Geier? Weiß der Geier oder was weiß er nicht? Was zur Möbel heißt das? Was zur Möbel? Oh nein, Digga, was war das? Zum Glück schaffe ich es eh nicht durch. Nein, das war so gut.
Oh! Okay, kriegen wir gleich hin. Junge, ihr rotiert euch gar nicht seitlich. Rotiert ihr seitlich oder rotiert ihr Nummer 5? Lol, ich bin die ganze Zeit seitlich rotiert. Was für ein dämlicher Trottel, Alter. Ich hab mich eiskalt horizontal um die Achse gedreht. Hä, aber Aris hat doch schon ganz am Anfang gesagt, Nummer 5. Ich dachte aber nur Nummer 5 in der Kuhle unten, zu mehr Speeden. So, lol. Das ist wieder, das ist einfach wieder Spezialdeko, Alter. Das ist wieder Spezialdeko, ich schwöre euch. Original. Zum Glück ist mir das aufgefallen, bevor ich es nochmal geschafft habe. Dass ich dämlich bin. Mal wieder. Selbstreflexion ist da, Leute. Die glänzt. Es hilft aber bei GTA irgendwie nicht. Also ey! Es ist wieder Muss man dann aber, wenn man sich mit der Nummer 5 rotiert, muss man dann bei der Bremse immer noch Nummer 5 drücken, weil dann kommt oder Nummer 8? Ja. Ich habe mich so aufgestellt, dass ich wieder Nummer 5 drücken muss. Okay. Schön mit der Schauze aufkommen, dann passt das. Schon wieder unten in der Gegend. Ja, das Ding die ganze Zeit seitlich gesprungen ist hier noch. Aber ist euch auch nicht aufgefallen, ne? Nein! Ich hab ja gesagt, ich kann die Rotation nicht beenden. Ich glaube nämlich, ich hab's bei dir First Try gesehen, dass du so gemacht hast und hab's auch so übernommen dann. Und dachte, hab da halt den Tipp mit Nummer 5 halt genommen für so verstanden, dass man nur in der Kuhle das ziehen muss. Ja, nimm dir Windschatten. Das wird nix. Nimm dir Windschatten. Oga. Ich Aris. Jetzt bin ich oben gegen gestoßen. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Oh. Ich hab keine Ahnung, es bringt aber auch nichts. Come on! I wanna know! Ja, und jetzt wieder meilenweit unten runter. Ich würde gerne auch noch mehr sehen von der Map auf jeden Fall. Ja, ich auch. Niemals! Aber Aris würde ich sagen, der kennt die Map ja schon, der macht nicht so viel. Ja, doch. Bleib einfach hier. Bleib einfach hier, Aris. Gar kein Thema. Nein! Da hab ich's einmal geschafft. Barbossa ist bei den grünen Tubes. Hab ich eben rausgehört. Ja. Das sind die Scheißdinger da unten, ne? Aha. Muss man dann wieder von Tube zu Tube so rüberspringen oder was? Das habe ich am Anfang die ganze Zeit gemacht. Du musst unten rausfahren. Oh! Komm, man muss sogar unten rausflippen bei den Tubes. Ja. Yes! Oh nein. Oh ja. Oh nein, ich glaube, Aris ist weiter. Aris ist weiter, ja. Rückwärtsparty. Jetzt muss ich mal richtig Knallgas geben. Scheiße! Aris ist durch. Psst. Aris hat's. Klassiker, los, mal weiter. Aris hat's. Ja. Aris ist durch. Aris da hat es. Da. Links. Oh, ja. Links. Oh, komm, Aris Mann, links. Was soll das? Ja. Es klappt immer. Oh, ich hab grad noch einen Wendler. Kann es sein, dass ich einen Wendler gesehen habe? Ja. Oh nein, Digga. Der Wendler mit seiner Lara oder sowas. Wie heißt die? Laura? Lara? Digga, ich hab keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich habe heute ein Video gesehen, nein! Dass Laura dem Wendler ein Pickup geschenkt hat. Alter, läuft. Ja, ja. Instagram Money, lässt grüßen. Playboy Money, lässt grüßen. Bitte, Mann, was mach ich? Konzentrieren! Ich will doch nur noch einmal da durchkommen, dass ich den Bremssprung machen kann. Ja. Okay, und jetzt hier wieder richtig steil nach oben. So. Seit ich dreimal am Stück durchgekommen bin mit meiner Seitwärts-Tour, habe ich es nicht ein einziges Mal mehr geschafft. Man ist ja, so lost! Nein! Aris wird es gleich schaffen und dann ist sie aber hat's. Richtig Druck. Aris hat's! Links! Aris rechts, links! Rechts, 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 Aris! Ach, rechts! Ja! Ja! Du wirst es wahrscheinlich nie beenden, ne? Ja! Digga, ich werd die. Naja, ich weiß nicht, mal sehen. Kann sein, wenn ich bei den grünen Dinger irgendwie mit Lack durchkomme, dann vielleicht. Nein! Oh, finally, Alter. Nein, er hat es. Nein, er hat es! Nein! Okay, was jetzt bin ich am Arsch. Eine Geburt, das gerade war. 27 Minuten schon, ne? Nein! Oh. Hallo! Ja, Aris, du hast noch 3 Minuten deine eigene Challenge zu erfüllen. Ja, das wird nix. Nach oben, nach oben! Okay. Das haben wir. Nach oben fahren, ja, das haben wir auch. Man kann mit dem X21 so geil ins Wasser tauchen, das ist so geil. Ja, deswegen habe ich das so. Aris ist auf dem ersten Platz, das sehe ich ungern. Hat sich erledigt. Hier nach, okay. Hier. Oh, oh,
So. Ares, links, rechts. Ach, man muss den Richtungswechsel machen. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Marvin, hallo. Nein. Kann ich dich noch irgendwie wegkicken? Richtungswechsel da drin auch noch. Oh. Mit dir, du Lappen. Och, Junge, lass mich doch mal durch die scheiß Bremsen da durchkommen. Das kann doch nicht wahr sein, ich bin 20 Minuten hier chill. Ah! Nein! Die Welle! Mach die Welle. Mach die Möwe, die Möwe. Kräh! Kann ich noch wegkicken? Nein, ah! Schon wieder hart angestoßen beim Durchfliegen. Digga, dass ich schon 4-5 Mal geschafft habe, ne? Oh mein Gott, Marvin, das ist so crank. Ja, ich geb mein Bestes hier. Boah, was ist das für ein Duell? I'm the best. Around. Ich gebe mich auf hier, Alter. Also Marvin, Respekt, dass du da gerade so durchrasierst irgendwie. Ja, ne, ich bin hier auch schon seit, ich glaube, 5 Minuten jetzt hier. Die Stunde des Zielers wird kommen, Alter. Bleib da noch ein bisschen. Nur Marvin, ich mach so weiter. Ja. Ja! Okay, das habe ich. Digga, einmal hier und was kommt jetzt? Nein, Weitsprung! Ares! Oh mein Gott, ich hab's alles gleich geschafft. Ein Weitsprung. Oh nein. Ey, Digga, ich hatte es. Dieses Nein, Ares hat mich so aus dem Konzept gerufen, Digga. Alter. Ja, ich brauche wieder so eine SpongeBob-Einblende. 1 Million Jahre später. Yes! Nein, er hat es! Braucht ihr einen väterlichen Rat? Hier habt ihr einen. Da sind sie auch! Oh. Da sind sie auch! Da sind sie langsam! Wunderschön. Genau den habe ich letztens gesucht. Soll ich ihn hier rüber schicken? Ich glaube, Marvin hat ihn. Digga! Noch. Ey! Aber ich muss mir das einfach mal anschauen. Ich hätte es schon 8 Mal geschafft, wenn ich gewusst hätte, was ich machen muss. Go, Marvin. Okay, den Wallride, bin drauf. Jetzt einfach am Ende hochspringen, ja? Ja. Du hast einen Longjump auf eine Plattform. Oh ja, ich hab ihn! Oh! Nice, man. Finally! Oh! Nice. So, Ares. Ja. Deine Zitzen gehören mir. Jetzt rasier der Ente ihre Federn weg. Mach ich. Hallo! Ist nicht. Hallo, okay. Marvin! Was kommt da alles? Ich muss mir das eigentlich erstmal anschauen. Da. Achso, da ist dann schon der nächste Punkt. Okay. Es kann nicht wahr sein. Okay. Oh, ja. Aber das ist easy. Ich spiele rum wie so ein Gott, Alter, aber es bringt einfach ja keine Wirkung. Diese Attacke zeigt keine Wirkung. So ungefähr fühle ich mich gerade. Platscher, Carpador. Ich fühle mich wie ein Radfratz gegen einen Nebulak. Warum? Oh. Ey! Die Eiskalt weg. Ey, kurz vor dem Punkt! Ja, das war Alter, du kleiner Schmutzlord. Okay. Komm! Deine Eier gehören sowas von mir. Dann, Digga, try hard activated jetzt hier. Du bist auseinandergenommen! Oh, okay. Ich bin immer zu niedrig! Okay, Baby. Was müssen wir überhaupt hier machen? Monkey Marvin! Müssen wir auf den Lilan da unten auffahren? Warte mal. Nein! Ich schau dir mal zu, was man hier machen muss. Fahr mal ruhig. Ja, fahr du mal. Nee, ich warte hier. Deko hat mehr Zeit dann. Oh. Ja, schlag deinen Fisch kaputt oder was auch immer du da machst. Stuhl. Hört sich auch nach dem Stuhl an, ja. Balsam für die Seele. Klopf. Klopf. Oh, was? Ey, langsam ist hier meine Geduld aber auch so ein bisschen ausgereizt mit dem Punkt hier, ne? Glaube ich. Alter, das ist aber wirklich tricky Disco. Okay, also hier. Nein, ich hab's nicht geschafft. Nein! Ares hat es, er hat es. Links weiter, Ares, links. Du musst immer weiter links fahren. Rechts. Links, geradeaus. Ich hör dir gar nicht zu. Ares, vor dir! Nein! Digga, was kommt denn da alles? Du hast es verdient. Ares vor dir und ich knall gegen den ersten Aussortierer, der da aufkreuzt, ey.
Das gefällt Papa. Mission erfüllt. Mission accomplished. Boah, dass man da wieder nach oben fahren muss, ne? What? Qua! Oh, was zum... Ja, mach alles kaputt, Ares. Ja. Ja. Zerstör deinen Stuhl, Ares. Mach alles kaputt. Mach alte 4, Ares. Alte 4. Also, ich muss sagen, das ist ein richtiger Kampf hier vorne bei uns. Ja. Auch eine sehr, sehr böse Stelle. Da habe ich auch lange drin gehangen, das Ding überhaupt zu bauen. Weil du musst den ganzen Scheiß ja auch testen, ne? Also, gut, man könnte den Test auch überspringen, aber das mache ich nicht, weil das ist Kacke. Weil wenn dann hinterher irgendwas nicht funktioniert und ich veröffentliche die Map trotzdem, dann ist das Geflame groß. Zu Recht, wohlgemerkt. Nein, das Windrad! Zu Recht. Ey, ganz ehrlich. Ares, du kennst unsere Windradphobie. Alter! Ja. Ich bin jetzt letzten 4-3 Mal, die ich durchgekommen bin. Nicht ganz schmuff durchgekommen, links. Hatte danach immer leichten Rechtsdrang. Windrad in 3, 2... Ich hätte von der Entfernung her gerade Bremssprung geschafft. Oh Mann. Ares, Windrad in 3, 2, 4, 7... Oh, jetzt kommt's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ares. Jetzt, pass auf. Da kommt's. Warum? Ey, was ist denn jetzt hier mit dem scheiß Wendler verkehrt, Mann? Ich raste aus. Der Wendler. Ich bin das erste Mal jetzt im Wendler. Das allererste Mal. Dann mach das jetzt auf. Okay, ich fahr zurück. Ja, hat funktioniert. Ja, genau. Windräder ausgewichen. Ja. Ja, ich hab den Punkt. Ja. Nice. Sind da echt noch Windräder zwischen dem Wendler und dem Spirale? Ja, danach. Ja, du fährst ein kleines Stück von dem Rollback wieder zurück. Alter. Okay. Also, muss ja, sonst wird man kein Wendler einbauen. Genau. Okay. Da sehe ich schon wieder einen unsichtbaren Wallride. Nein, er hat es, oder? Nee, ich hab's nicht. Ja. Okay, aber... Oh. Ja, oh, Marvin. Man muss sagen, Ares, seine Bestzeit war 18 Minuten, ne? Ja. Da muss man erstmal sagen, Respekt. 18 Minuten, krank, ey. Ja, da bin ich aber auch extrem gut durchgekommen. Ich glaube, da hatte ich den Scheiß, wo wir jetzt hier auch so gefühlt wieder 5 Jahre hängen. First try. Irgendwie so. Okay, hier lang. Oh. Ja. Ja. Was sind denn das immer für Tries, wo man dann oben gegenstößt, Alter? Wo kommt denn der Speed her? Das ist so lächerlich. Ich fahre hier 40 Minuten lang die Scheiße, Alter. Wird immer zu langsam. Einmal stoße ich oben gegen. Woher? Das habe ich mich vorhin bei dem 1-2 auch gefragt. Jetzt bin ich wieder zu langsam, natürlich. Natürlich, was auch sonst. Boxer Physics. Oh ja. Boah, fahr! Alter! Ja! Bro, Marvin. Papa sagt nur noch, ja. Ja! Ja! Kur! Kur! Und? Nächsten Punkt auf, wir sind bei Punkt 13. Oh, ein Gras aus hier! Okay, Baby. Es klappt einfach nicht! Oh! Zwei unsichtbare Wendley. Okay. Pinker Warride. Oh mein Gott, da hinten. Digga, wo kommt denn dieser seitlich dran über her? Oh mein Gott. Ich bin schon wieder durch, bin schon wieder nach rechts ausgerissen, mach den Bremssprung und spring rechts an der Plattform vorbei. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich stoß doch gar nicht gegen, oder was? Ja, hab ich auch? Ich glaube, ich bin durch, Leute. Eiskalt hat das. Ja! Okay. Das Papa, wir sind Ziel! Noch 55 Minuten, Mann! Endlich! Ja! Ja! Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nice. So, Ares, 4-2. Ja! Eine Ewigkeit später. Ares fährt auch endlich mal ins Ziel nach einer Stunde. Wey! Genug. Jawohl, Ares ist nach 60 Minuten jetzt auch im Ziel. Und ey, das tut mir richtig leid, dass Eko hier immer noch bei der ersten Rampe gefühlt ist. Digga, ich hab nicht aufgegeben, ne? Ich fahr seit einer Stunde die Scheiße hier und ich... Meine Netzhaut sind verbrannt, Alter! Zog diese Map gerne selber, die war echt knüppelhart. Aber Ares, 4-2 steht es jetzt bei uns. Ich freue mich auf die nächste Map.
Daumen nach oben. Schaut mal aus, wo wir bis dann reingehauen.